Willkommen und hallo zurück zu Let's Play Ashes of Sorrow 2. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das jetzt bis zum Ende machen soll. Oder fehlt was? Moment. Mal schnell die Lautstärke ein bisschen reguliert. Was muss ich hier machen? Ein Passwort. Haben wir vielleicht zufällig ein Passwort dabei? Nein, haben wir nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel jetzt schon mindestens 3 Wochen nicht mehr gespielt, weil ich so viel aufgenommen habe im Voraus. Okay. Moment. Wie war das? E? I? Nee. Stimmt, hier war das. Haben wir... Nee. Nein. Ich weiß leider nicht, wie das Passwort ist. Ah, ein Wimmelbild, natürlich. Vielleicht liegt hier das Passwort so versteckt drum. Oh, süß, eine Ratte. Der war sehr auffällig. So. Angelhaken. Die Autobatterie. Der Kompass ist da hinten. Man merkt vielleicht, dass die Audioqualität etwas anders ist. Ich hoffe mal, so ist es besser. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr es so besser findet oder so, wie sie vorher war. Oh nein, jetzt habe ich Laptop ausgemacht. Naja gut, müssen wir es halt mal mit meinen Englischkenntnissen versuchen. Glocke. Eine Art Glocke. Taucherglocke, glaube ich. Das ist keine Taucherglocke, oder? Doch, war's. Kokosnuss. Hier. Ich wollte schon immer so eine Ratte haben. Aber meine Eltern haben was dagegen. Ich wohne zwar alleine unten im Apartment, aber meine Mutter hat da so eine Phobie vor Ratten. Und ja, das wird leider nichts. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal allein wohne. Was vielleicht auch nicht mehr allzu lange dauert. Aber so lang... ja, ist ja gut. So lang wird das leider nichts. Oxygen-Tank. Ein Tank. Den habe ich, glaube ich, schon... Tabakpfeife. Den habe ich, glaube ich, schon mal angeklickt gehabt. Tabakpfeife. Die einzige Pfeife, die ich kenne, sitzt hier. Okay. Tabakpfeife. Ja, da liegt sie. Sah aus wie ein Türgriff. Laserbatterie. Können wir den jetzt wiederbeleben oder was? Ah. Keycard. Die liegt einfach mal im Brunnen. Hallo? Okay, den Code haben wir natürlich nicht. Ich habe, glaube ich, auch nichts übersehen, ne? Wäre peinlich. Nein, habe ich nicht. Hier kann man nichts mehr machen. Hier auch nicht. Hä? Nö. Ah ja. 6285. Der schnitzt das einfach mal da rein.
um es nicht zu vergessen. Das ist natürlich auch ganz schlau. 6. Die 7 war noch aktiviert. Das war ein kleiner Bug anscheinend. Oh. Ah, übrigens, ich nehme jetzt mit Shadowplay auf. Allerdings das Spiel nicht. Das wollte irgendwie nicht. Das muss ich weiter mit Traps aufnehmen. Das mache ich aus dem Grund, also mit Shadowplay, weil wer sich ein bisschen auskennt, der weiß ja, dass es dann weniger ruckelt, weil es ja direkt von der Speicher, von der Grafikkarte aufnimmt und nicht vom PC. Wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe. Hoffe ich zumindest mal. Wenn nicht, korrigiert mich gern. Und deswegen, ja, weniger ruckeln, beziehungsweise gar kein Ruckeln. Aber bei solchen Spielen hier, da greift Shadowplay irgendwie nicht. Da muss ich weiterhin Fraps benutzen. Eine Krabbe. Crab. Mr. Krabs. Ein Wetzstein. Eine Wetzstange. Snaggles. Ist keine Brille, ne? Nö. Handschellen. Nee. Teleskop, also so viel weiß ich auch noch, wenn ich es finden würde. Da ist das Teleskop. Ein Knochen. Ein Knochen, Knochen, Knochen. Thermometer, habe ich doch schon angeklickt. Wo ist der Knochen? Ach, altmodische Handschellen. Und da ist der Knochen. Ach so. Die Dinge. Und das. Das hier rein. Und den hier drauf. Aha. John is gone. And we know the truth. He did unspeakable things to our family. But we can move on and be together again. Das war's? Das war's? Also, hätte ich das jetzt gewusst, ne? Das sind ja gerade mal 9 Minuten gewesen. Hätte ich das jetzt gewusst, hätte ich das letztes Mal noch schnell aufgenommen. Das war ja gar nichts. Sollen da jetzt keine Credits kommen, oder? Was ist hier los? Ich lass einfach mal laufen. Ja, war ein schönes Spiel. Hat mir sehr gefallen. Fand ich ein bisschen besser wie den ersten Teil. Hoffentlich kommt noch ein Teil raus. Würde mich sehr freuen. Dann wünsche ich euch, dass das Let's Play euch gefallen hat. Also, wie... Ich wünsche euch, dass es euch das Let's Play gefallen hat. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich sehr über ein Like oder aber Abo freuen, wenn es euch sehr gut gefallen hat. Müsst ihr natürlich nicht. Das ist keine Pflicht. Ich will hier niemanden zwingen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder beim nächsten Let's Play. Ich habe da schon was in Aussicht. Aber dazu erzähle ich jetzt noch nichts. Dann würde ich sagen... Noch einen schönen Tag, morgen, Abend, Nachmittag, wie auch immer, und macht's gut. Ciao.